Wir beginnen unseren weihnachtlichen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, da scheint es hell. Mit dieser Botschaft des Propheten Jesaja möchte ich Sie heute alle ganz herzlich an den Bildschirmen begrüßen. Dieses Wort des Propheten ist damals in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Und deshalb feiern wir auch heute wieder Weihnachten. Wir erinnern uns an die Geburt Jesu Christi, unseres Retters und unseres Erlösers. Denn so haben es damals die Engel auf dem Hirtenfeld ja verkündet. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Gott kommt auch heute zu uns. Durch seinen Sohn Jesus Christus will er uns sein Licht schenken und es hell werden lassen, auch heute in unserem Leben. Deshalb treten wir voll Freude wieder an die Krippe heran und staunen über das Wunder der Weihnacht. Ein Witterschein von Gottes Herrlichkeit empfängt und umgibt uns dort. Im Lichtglanz des Festes strahlt Gottes Liebe für uns auf und die Dunkelheit dieser Welt verliert ihre Macht. Wir singen nun als gemeinsames Lied die Nummer 45 aus unserem evangelischen Gesangbuch, das Lied Herbei, o ihr Gläubigen, Nummer 45, davon die Strophen 1, 3 und 4.
Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, ewiger Gott, auch heuer lässt du es wieder Weihnachten werden in dieser Welt. Du hast uns deinen Sohn geschenkt. Sein Licht leuchtet auch mitten in der finstersten Nacht. Deshalb bitten wir dich, lass das Licht der Weihnacht auch unsere Finsternis erhellen. Lass es in uns zum Leitstern werden, der uns vorangeht, uns neue Hoffnung schenkt und uns den Lebensweg erleuchtet. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, dem Licht der Welt, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Munde der Propheten im Alten Testament. Jesaja hat im 9. Kapitel geschrieben: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fast, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und im 11. Kapitel hat Jesaja geschrieben: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir singen nun das Lied Nummer 30, die Strophen 1 bis 3, Es ist ein Ros entsprungen. Lied Nummer 30, 1 bis 3.
Wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, jene vertrauten Worte aus Lukas 2, die Verse 1 bis 14. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir singen nun das bekannte Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Es ist die Nummer 46 in unserem evangelischen Gesangbuch, Nummer 46, 1 bis 3. Thank you.
hört nun, wie der Evangelist Matthäus über Weihnachten erzählt. In Matthäus 2, die Verse 1 bis 11 heißt es: Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist denn der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt. Und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll denn dieser neue König geboren werden? Sie antworteten ihm: Im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem. Und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soweit die Worte Heiliger Schrift. Der Herr segne sie an uns alle durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein heiliges und teures Wort in alle Ewigkeit. Amen. Wir singen nun aus unserem evangelischen Gesangbuch die Nummer 544, Nun freut euch, ihr Christen. 544, die Verse 1 bis 4.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass auch heuer wieder Weihnachten geworden ist. Danken dir, dass du heute auch mitten unter uns sein willst. In den Wohnstuben, in den Häusern und Familien, in den Herzen von uns allen. Schenk du uns jetzt deinen guten Heiligen Geist. Stärke uns den Glauben. Gib uns neue Hoffnung und alles, was wir brauchen. Segne du jetzt dein Wort. Amen. Liebe Gemeindeglieder, vor ein paar Tagen stand in der Zeitung auf dem Titelblatt ein großes Bild mit einer großen Frage. Was bleibt denn heuer eigentlich von Weihnachten? So hat der Nordbayerische Kurier da getitelt. Ja, es ist ja wirklich so, dass Corona uns vieles von unseren gewohnten Traditionen in der Advents- und Weihnachtszeit genommen hat. Viele Feiern mussten gestrichen werden. Beim Einkaufsbummel, da müssen wir die Hygieneregeln beachtet und die romantischen Weihnachtsmärkte mit all den schönen Dingen für Leib und Seele, die waren heuer nicht wie gewohnt möglich. Familienbesuche sind auch begrenzt. Ja, wir könnten eine lange Liste dessen aufstellen, was wir an diesem Weihnachten alles vermissen. Was bleibt von Weihnachten? Ich denke, dass Gott sei Dank ganz schön viel bleibt. Wir freuen uns, wenn wir am Abend durch die Straßen gehen, über die schöne Weihnachtsbeleuchtung mit Girlanden, mit Lichterbögen, mit Sternen und vielem mehr. Wir können in unseren warmen Wohnungen ein leckeres Weihnachtsessen genießen. Wir können mit Stollen, Lebkuchen oder Zimtsternen ganz viel Leckereien naschen, die uns alle auch von Weihnachten etwas erzählen. Und heute, da sind wir ja in der Kirche bzw. zu Hause an den Bildschirmen versammelt, um miteinander einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Wir haben heuer vielleicht die einmalige Chance, einmal wirklich stille Weihnachten, eine starke Zeit zu genießen. Vielleicht mit etwas weniger Hektik im Vorfeld, dafür aber mit ganz viel mehr Besinnung auf das Wesentlichste, auf das Eigentliche, auf den Kern von Weihnachten. Denn der Kern von Weihnachten, den kann uns doch niemand nehmen. Weihnachten wird auch trotz Corona. Denn Gott kam damals in dem kleinen Jesuskind zu uns Menschen, mitten auf diese unsere Welt. Und dieser Jesus hat später als erwachsener Mann ganz viele Zeichen und Wunder getan, die uns zeigen, dass in ihm der lebendige Gott zu uns Menschen gekommen ist. Schon sein Name sagt es ja, Jesus. Dieser Name ist Programm. Übersetzt heißt er so viel wie, Gott ist unsere Rettung. In ihm kommt der Retter Gottes in unsere Welt. In ihm kommt der Retter Gottes auch heute zu dir und zu mir. Gott kommt mitten hinein in die Finsternis dieser Welt. Er kommt mitten hinein in alle Angst, in alle Trauer, in alle Wut und Hoffnungslosigkeit, in alle Sorge im Blick auf die Zukunft. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wandeln im Finstern, scheint es helle. Es ist uns, Gott sei Dank, nur einiges von der Hülle genommen worden. Aber der Kern von Weihnachten, der bleibt uns doch.
Vieles unserer Weihnachtsbräuche, die weisen uns nun auf dieses Licht in der Finsternis hin, auf diese Hoffnung, von der wir täglich leben können, auf diesen Kern von Weihnachten. Die Girlanden in der Innenstadt, die Lichterbögen an den Fenstern, die Kerzen am Adventskranz oder am Tannenbaum, die leuchten uns, die verkünden von diesem Licht. Und all die anderen Symbole der Weihnacht, die wir auch heuer wahrnehmen können, weisen uns auf den Kern von Weihnachten hin. Wenn wir nun gefragt werden würden, was denn für uns unbedingt zur Weihnacht dazugehört, dann wäre ein Symbol der Weihnacht wohl unter den Top 10 garantiert dabei. Es ist der Stern, der da neben mir auch hell leuchtet. Und diesen Stern, den möchte ich nun aufgreifen und mit ihm den Kern von Weihnachten uns wieder einmal ganz neue nahe bringen. Sterne in unzähligen Varianten leuchten ja jetzt auf den Straßen, in unseren Gärten und Häusern. Aus Stroh gebastelt, glänzen sie am Weihnachtsbaum im Licht der Kerzen, manchmal aus Staniolen in goldenen oder silbernen Farben, aus Papierspitzen zusammengesetzt und mit einer Glühbirne erleuchtet, leuchtet der Herrnhuter Stern bei mir auch über der Garageneinfahrt oder vorn an der Terrasse. Mit einem kleinen Glühlämpchen beleuchtet, steht er über der Krippe auch bei mir in meiner Wohnstube. Und viele moderne Sterne leuchten hinter unseren Fenstern oder blinken in verschiedenen Farben poppig in diese Welt hinein. Wir hören in der Lesung an Weihnachten ja auch von jenem Stern, der die drei Weisen zu Jesus geführt hat. Und in vielen unserer Weihnachtslieder, da geht es auch um diesen Stern. Auch wir werden nach der Predigt noch vom Stern von Bethlehem gemeinsam singen. So faszinieren uns die Sterne ja wirklich in ganz, ganz vielen Lebenslagen. Und vielleicht genießen Sie ja auch mal wieder, wenn es eine klare Winternacht wird, draußen die Sterne am Himmel zu beobachten. Sie sind ja wie millionenfache kleine Lichter, die das Dunkel der Nacht ein wenig heller machen. Nur am wirklich dunklen Himmel, dort, wo weder Mond oder die Lichter einer Stadt den nächtlichen Himmel erleuchten, da strahlen die Sterne in ihrer wirklichen Schönheit. Diese Lichtsymbolik, die hat nun ganz viel mit Weihnachten zu tun. Nicht umsonst wurde ja Weihnachten ganz bewusst auf die Zeit der Wintersonnenwende, also in die dunkelste Zeit des Jahres, hineingelegt. Nicht umsonst zünden Menschen gerne Winterfeuer an, um etwas Licht in die dunkle Jahreszeit hineinzubringen. Licht und Dunkelheit, dieses reizvolle Spiel, das gehört an Weihnachten unbedingt dazu. Und auf viele Menschen wirkt es irgendwie romantisch und heimelig. Ja, wir Menschen, wir brauchen Licht zum Leben. Die Natur braucht Licht zum Leben. Ohne Licht ist auf Dauer alles dem Tod geweiht. Ohne Licht sind wir blind und orientierungslos. Als ich vor einigen Jahren mal in Israel auf einer Studienreise war, da erzählte uns der Reiseleiter von einer Wüstenwanderung, bei der die Reisegruppe einmal von der Nacht überrascht wurde. Die Sonne ging unter, der Mond war noch nicht aufgegangen. Und da stand die Reisegruppe tatsächlich mitten in einer stockdunklen Nacht. Sie konnten den Weg vor den Füßen nicht mehr sehen. Es war so dunkel, wie wir es in unseren Breiten uns gar nicht vorstellen können. Erst als zum schwachen Licht der Sterne dann auch noch der Mond aufging, konnten sie
ihren Weg zum Ziel wieder fortsetzen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, da scheint es hell. So haben wir es vorhin aus dem Mund des Propheten Jesaja gehört. Licht, Licht kommt in die Finsternis hinein. Das ist doch die zentrale Botschaft von Weihnachten. Aber dieses Licht in der Finsternis, das will uns nicht nur sentimental anrühren. Es will nicht nur romantische Stimmung verbreiten, sondern uns die Botschaft von Weihnachten ganz neu verdeutlichen. Diese Welt ist heute dunkel und sie war es auch damals. Nicht nur die natürliche Finsternis umgab die Menschen in der Nacht. Oft war auch die Finsternis drin in den Herzen, in den Gedanken, in den Häusern. Die Finsternis von Krankheit, Leid oder Not. Die Finsternis von Arbeitslosigkeit oder fehlenden Ausbildungsplätzen. Die Finsternis von Mord und Gewalt, von Terror und Krieg. Die Finsternis von Unfällen, Katastrophen und Naturgewalten. Welche Finsternis mag in die Familie hineingekommen sein, die kurz vor Weihnachten noch einen geliebten Menschen verloren hat? Welche Finsternis ist im Leben von uns Menschen, die heute noch einsamer sind als in sonstigen Jahren? Wenn wir nun Weihnachten feiern, dann denken wir ja oft in erster Linie an ein fröhliches Familienfest, an heile Welt, an menschliche Nähe, wenigstens für eine Nacht. Romantisch singen unsere Weihnachtslieder vom holden Knaben im lockigen Haar. Wir singen von der Krippe und vom Stall. Gerührt betrachten wir die alten Krippenfiguren in unseren Häusern oder Kirchen. Aber all das hat eigentlich recht wenig mit Romantik oder mit Schönheit zu tun. Gott kam ja auch in unsere Welt als Obdachloser hinein. Er hatte kein eigenes Bett, sondern nur eine Futterkrippe, in die man ihn gelegt hatte. Er hatte keine Heizung, nur die Wärme von Menschen und Tieren und vielleicht von einem kleinen Feuer, das im Stall brannte. Und bald nach der Geburt, da trachteten die ersten Menschen dem kleinen Jesuskind schon nach dem Leben. Seine Eltern mussten mit ihm nach Ägypten fliehen. Gott kam damals in ganz einfachen, in ganz schlimmen Verhältnissen zur Welt. Ganz bewusst hat er das getan, um uns Menschen auch heute in ähnlichen Situationen ganz nahe kommen zu können. Er weiß, was Finsternis ist. Er weiß, was Armut oder Obdachlosigkeit bedeutet. Gerade deshalb kann er menschliches Leid und menschliche Finsternis so gut verstehen. Aber Gott leidet nicht nur mit uns, sondern will, dass wieder Licht in die Finsternis unseres Lebens hineinkommt. Die Nacht des menschlichen Leidens muss nicht mehr endlos sein. Es gibt ein Licht am Horizont. Jesus ist ja schon in unsere Welt gekommen, um Licht in unsere Welt und auch in manche Finsternis hineinzubringen. Er kommt mit dem Licht des Friedens. Er kommt mit dem Licht der Versöhnung. Er kommt mit dem Licht einer Hoffnung auf neue Zukunft. Er kommt mit dem Licht von Vergebung und einem neuen Anfang. Er kommt mit dem Licht von Trost und Hilfe. Er kommt mit dem Licht auch menschlicher Nähe und tröstendem Beistand. In einem Lied heißt es einmal: Wer traurig ist, wird wieder froh. Verzweifelte werden getröstet sein. Verheißen hat Gott es uns so, und alle dürfen sich freuen.
Wir warten und hoffen, wir hoffen und warten, wir wissen ja alle davon, Gott schickt seinen eigenen Sohn. Ein Licht, ein Licht, ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit, ein Licht leuchtet auf. Ja, Gott kommt in die Finsternis unserer Welt, um sie wieder hell und heil zu machen. Gott leuchtet wie ein heller Stern mitten in aller Finsternis auf. Schauen wir doch wieder ganz genau hin. Lassen wir uns von der Finsternis nicht das Licht nehmen. Denn mitten in der Finsternis leuchtet ja bereits der Stern der Hoffnung. Ist doch Jesus schon längst da? Schreiben Sie doch einfach mal dieses Wort Finsternis nun vor Ihrem geistigen Auge auf, vielleicht mit einzelnen Buchstaben. Entdecken Sie da den Stern mitten in der Finsternis? Ich denke, dieser Stern leuchtet uns allen auf, wenn ich das Wort Finsternis einmal anders betone. Finstern ist. Lassen wir uns von diesem Stern in der Finsternis doch wieder ganz neu zu Jesus führen. Dann kommt wieder Licht in unser Leben, auch Licht in manches Leid hinein. Möge das Licht von Weihnachten, der Stern von Bethlehem, Jesus, das Licht der Welt, unser Leben wieder ganz neu hell machen. Mögen die vielen Sterne, die uns in der Weihnachtszeit leuchten, uns heute wie der Stern von Bethlehem damals zu Jesus hinführen. Denn wo wir an Weihnachten Jesus finden, kommt die wahre Weihnachtsfreude mitten hinein in dein und mein Herz. Eine tiefe Zuversicht und ein echter Trost, die aus der Gewissheit herauskommen, Gott ist für mich und dich da. Er geht mit uns und wenn's nötig ist, dann trägt er uns auch durch. Denn das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun miteinander Lied 545. Es ist dieses schöne Lied Stern über Bethlehem. 545, 1 bis 4. Lasst uns die Hände falten und miteinander und füreinander beten. Gott, lieber himmlischer Vater, du hast damals die Weisen durch den Stern zu dem Jesuskind in der Krippe geführt. Lass auch heute den Stern der Hoffnung in unserer Finsternis aufgehen. Führe uns ganz neu hin zu Krippe und Stall.
Das Jesuskind wurde damals in Bethlehem geboren. In Jesus Christus, deinem Sohn, bist du selber zu uns gekommen. Und in ihm, der von sich gesagt hat, dass er das Licht der Welt ist, willst du auch heute zu uns allen kommen. Erleuchte du auch die Finsternis unserer Welt. Komm mit dem Licht der Hoffnung zu uns. Stärke du unseren Glauben und gib du uns neu festen Halt in dieser unsicheren Zeit. Lass dieses stillere Weihnachtsfest für uns zu einem besonderen Segen werden. Auch wenn wir manchmal geliebtes Brauchtum nicht so genießen können wie in früheren Jahren, so bleibst du uns doch. Lass uns dein Geschenk, das du uns in Jesus Christus gebracht hast, heuer ganz bewusst auspacken und voll Freude in unsere Herzen hineinnehmen. Denn du bist und bleibst da. In Jesus begleitest du uns auch in die Zukunft. Komm deshalb mit diesem Licht der Hoffnung hinein in alle Einsamkeit, Angst und Trauer. Schenke uns neue Kraft und Mut, dir ganz zu vertrauen. Denn wo du in unsere Herzen kommst, da wird es Weihnacht. Wo du in unsere Herzen kommst, entsteht neue Freude und Zuversicht. Komm deshalb heute hinein in die kleinen Familienzusammenkünfte und schenke ein harmonisches und friedliches Miteinander. Komm mit deinem Licht der Hoffnung hinein in die Krankenhäuser und Altenheime, die Gefängnisse und Intensivstationen. Komm zu allen, die in diesen Monaten unter besonderen beruflichen Herausforderungen leiden, und hilf ihnen, ihre Last zu tragen. Lege deine heilenden Hände auf die Kranken, gib den Trauernden deinen Trost, trag die Schwachen durch diese Zeit und sei den Einsamen besonders nahe. Komm auch zu den Menschen, die unter Krieg und Terror, Flucht und Vertreibung besonders leiden, und gib ihnen deinen Segen. Das alles bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst in alle Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir, wie der Herr Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt noch den Segen für diese weihnachtliche Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Wir wollen zum Abschluss unseres Gottesdienstes jetzt noch das schöne und fröhliche Lied O du Fröhliche miteinander singen. Es ist die Nummer 44 in unserem Gesangbuch, 44, 1 bis 3.
Ja, liebe Gemeindeglieder, wir sind nun am Ende unseres Gottesdienstes, unserer Christfestbar angekommen. Ganz besonders danken möchte ich Frau Streicher für die Begleitung an der Orgel und unserem Technikteam, das diese ganze Aufzeichnung und Übertragung möglich gemacht hat. Es ist Johannes Weidekamp, Alexander Deierling und Robert Gluch. Ich möchte auch ein Dankeschön sagen an all die, die unsere Kirche wunderschön vorbereitet haben. Unser Mesener Team, Herrn Licher und Frau Licher, die die Krippe wieder aufgebaut haben. Herr Hoffmann und sein großes Team, die uns den Christbaum in die Kirche gebracht haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Kerzen am Baum angebracht haben und ihn wunderschön geschmückt haben. Und ein Dankeschön auch an Familie Ringlein, die diesen Baum uns heuer gestiftet haben. Ein Dankeschön an alle, die auch im Hintergrund noch mitgearbeitet haben, mit vielen großen und kleinen Unterstützungen und vor allem auch mit der Fürbitte. Wenn Sie etwas spenden möchten für unsere Kirchengemeinde, am Fernseher geht ja kein Klingelbeutel herum, aber wir blenden unsere Kontonummer ein. Wir freuen uns, wenn Sie uns etwas überweisen würden. Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Weihnachtstage. Auf Wiedersehen.